Hallo und herzlich willkommen bei den Zweckperten. Ich bin Laura und ich will euch heute mal etwas über Kindersicherheit im Auto im Winter erzählen. Denn es wird ja langsam kalt draußen. Wie ihr an uns sehen könnt, wir haben auch schon die Wintersachen rausgeholt. Und was genau es da mit den Kindersitzen auf sich hat, warum es wichtig ist, da ein paar Sachen zu beachten, das will ich euch heute zeigen. So, ich ziehe erstmal schnell meine Sachen aus, weil bei uns hier drin ist es nämlich warm. Aber draußen eben nicht. Und hier haben wir unseren Kollegen schon mal angeschnallt mit einer ganz normalen Winterjacke, einer ganz normalen Schneehose. Und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir den ohne Jacke reinsetzen. Und warum mache ich das? Die Jacke sieht jetzt gar nicht so dick aus. Aber alles, was an Füllung in dieser Jacke drin ist, wird sich im Unfall, wenn das zusammengedrückt wird, komprimieren, weil die Füllung ist deshalb warm, weil zwischendrin warme Luft gespeichert wird und die wird dann rausgedrückt. Das heißt, im Unfall hat das Kind quasi keine Jacke mehr an. Ich habe also ein Problem, das Kind richtig fest anzuschnallen, solange es diese dicke Jacke trägt. Das Problem nennt sich Gurtlose. Das heißt, der Gurt ist nicht fest, sondern eben sehr locker, es gibt sehr viel Gurtlose. Und das probieren wir jetzt mal aus, indem ich ihm die Jacke einfach mal ausziehe und ihn dann in genau der gleichen Länge nochmal anschnalle, die wir vorher hatten. Und dann gucken wir mal, wie lang die Gurte eigentlich sind. So. Einmal zumachen. So. Jetzt sieht man schon, wenn ich das hier an den Beinen schön festziehe, ist es relativ locker. Und wenn jetzt ein Unfall passiert, also zum einen kann das Kind sich relativ leicht rauswurschteln, zum anderen, wenn ein Unfall passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, denn oft sind gerade bei den Kindersitzen die Gurte dann auch noch ein bisschen zu weit unten bei der dicken Jacke, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass das Kind hier oben rausgeschleudert wird. Es mag sein, dass es dann am Becken noch gehalten wird, aber alleine das ist schon eine lebensgefährliche Situation. Und auch wenn das immer ein bisschen runtergespielt wird, wenn man sagt, ja, aber mit der Jacke passt es doch. Das ist aber das, was im Unfall passieren wird. Damit wir das umgehen können, müssen wir das Kind also möglichst körpernah anschnallen. Problem ist natürlich, das Kind läuft zum Auto, müsste dann die Jacke ausziehen, muss angeschnallt werden, irgendwie zugedeckt werden oder die Jacke irgendwie wieder drüber gelegt kriegen. Das ist natürlich immer ein bisschen nervig und manche Kinder beschweren sich dann auch, viele Eltern haben keinen Bock auf das Gefummel. Deswegen gibt es die Lösung des Kindersitzponchos für die größeren Kinder. Und zwar habe ich hier einfach einen Poncho, den ich überziehe, wie das bei Ponchos so ist, einfach über den Kopf. Und die Arme sind dann einfach hier an der Seite. Das Kind kann die dann hier rausnehmen. Die Ponchos sind extra so geschnitten, dass sie auch ein bisschen länger halten, denn am Anfang kann man die einfach ein bisschen hochkrumpeln, ne? Und später gehen sie dann eben bis zur Hand. Was passiert jetzt, wenn ich damit ins Auto gehe? Und zwar folgendes. Ich kann jetzt den Rückenteil einfach hier drüber legen. Das heißt, das Kind ist mit dem Rücken schon mal direkt am Sitz. Und dann kommt es ein bisschen drauf an. Es gibt Kinder, die finden es lustig. Da kann man einfach sagen, so, jetzt wird es mal kurz dunkel. Ne? Oder man macht das hier drunter, das Kind anschnallen. Wir klappen es jetzt mal hoch, damit ihr sehen könnt. Ich kann das Kind jetzt hier ganz normal reinsetzen. Und ganz normal anschnallen. Wie gesagt, mit den meisten Kindern kann man da sehr schön und Spaß draus machen. Die finden das ziemlich cool. Oft sind Kinder auch sehr stolz, wenn sie was haben, was sonst niemand hat. Und das ist bei einem Kindersitzponcho sehr wahrscheinlich, dass das Kind da was Besonderes sein wird im Kindergarten. Dann kann ich den Gurt, wie ihr jetzt hier seht, sehr viel enger anziehen, als ich das vorhin hatte. Unsere Puppe hat jetzt hier nicht richtig Schultern, aber an sich ist das jetzt sehr fest. Also dieser Zusammenkneiftest funktioniert jetzt nicht mehr. Ne? Ich kann das so fest anziehen, wie ich das normal auch machen würde und kann das runterklappen. Dann hat das Kind natürlich die Möglichkeit, die Arme rauszunehmen. Man kann auch die Beine damit noch ein bisschen zudecken. So. Und wenn ich jetzt am Kindergarten angekommen bin, schnalle ich das Kind ganz normal wieder ab, kann es auf die Füße stellen und es kann mit dem Poncho zum Kindergarten laufen. Das heißt, Poncho zu Hause anziehen, mit Poncho sicher im Auto anschnallen und dann einfach mit Poncho zum Kindergarten laufen. Eine Jacke muss ich dann natürlich mitnehmen. Aber ich bin für Weg zum Auto und Weg, wo auch immer ich dann hin möchte, für kurze Wege auf jeden Fall sicher. Das funktioniert bei Babys noch nicht so richtig gut, aber bei Babys habe ich eine andere coole Alternative. Und zwar sieht
man auch hier, das Kind hat jetzt keinen besonders dicken Anzug an, aber wenn ich es versuche, damit in die Babyschale zu legen, werde ich es nicht richtig anschnallen können und es wird sehr eng sein. Also wir hören von sehr vielen Eltern im Winter, mein Kind passt nicht mehr in die Babyschale. Und wenn wir fragen, warum, dann sagen die Eltern, es ist zu eng mit dem dicken Anzug. Das zeigt schon, der dicke Anzug gehört da eigentlich nicht rein. Ne? Deswegen können wir das einfach so machen, dass wir diesen dicken Anzug gar nicht anziehen, sondern ich habe bei den großen Vorteil, ich kann die Babyschale mit ins Haus nehmen. Und dann kann ich das Baby einfach in die Babyschale reinlegen, wenn ich solch einen Fußsack habe. Das ist jetzt hier der Boxy Move Fußsack. Ja. Da habe ich hinten Gurtaussparungen. Das heißt, ich habe die Gurte jetzt hier schon einfach durchgefädelt und auch das Gurtschloss. Alles zugänglich. Und dann kann ich das Baby hier einfach ganz normal reinlegen und anschnallen. Das Schöne daran ist, wenn ich das mit ins Haus nehme, ist natürlich der Sack auch schon angewärmt. Und ich kann dann im Auto, wenn es nach einer Weile warm geworden ist, den Sack auch einfach aufmachen. Das ist der Vorteil, also der Komfortvorteil gegenüber einem Overall. Den Sicherheitsvorteil habe ich natürlich sowieso. Ne? Und das gilt auch beim Poncho, der ist eben schnell über den Kopf gezogen, wenn es im Auto dann doch warm wird. Hier kann ich jetzt auch das Kind ganz normal anschnallen. Man sieht, es ist alles schön fest. Und dann kann ich das zumachen und das Kind ist schön eingemuckelt. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Auch wir im Shop haben ganz verschiedene Modelle. Da gibt es wirklich viel Auswahl, sodass man gucken kann, was einem da gefällt. Und auch für den kurzen Weg, wenn man doch mal mit der Babyschale einkaufen geht und die auf den Kinderwagen klickt oder so, ist das auf jeden Fall warm genug, wenn man noch ein kleines Mützchen anzieht. Genau, so viel von uns heute dazu. Ihr habt jetzt auf jeden Fall gesehen, wie erschreckend viel Gurtlose man hat, wenn man die Kinder mit dicker Winterkleidung in den Kindersitz setzt. Abgesehen davon, dass es für die Kinder meistens ziemlich ungemütlich ist. Ja, dann schaut einfach mal durch, ob euch was aus unserem Sortiment gefällt. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr uns gerne immer E-Mails schreiben an beratung@zwergperten.de. Bis dann, tschüss!